Hallo und willkommen zu den zu der Extra-Runde von Resident Evil Revelations 2 hier bei Moogmods Mo mit mir, dem J-Mo. Und zwar gehen wir jetzt direkt hier in die Kampagne. Den Raid-Modus werden wir auch nochmal machen, aber zu einem späteren Zeitpunkt nochmal als letztes Bonus gehen wir in die Kampagne. Da haben wir noch die Hauptkampagne haben wir ja durch, für diejenigen, die sie nicht gesehen haben. Hier auf dem Kanal kann man sie immer gucken, hier bei Moogmods Mo. So. Wir gehen aber zur ersten Extra-Episode, und zwar die Prüfung. Ich weiß nicht, worum es hier geht, und später kommt dann noch eine kleine Frau, aber wir starten erstmal die Prüfung und schauen mal rein, was wir hier haben. Fertigkeitseinstellungen haben wir hier, die können wir scheinbar auch übernehmen. Wir starten ein neues Spiel vom Anfang der Geschichte. Eine leichte Herausforderung verlangt ihren vollen Einsatz. Ich weiß jetzt nicht den Unterschied zwischen einfach und überleben. Ich mach mal auf Überleben und dann checke ich mal, wie schwer das wirklich ist. Wir können es ja immer noch ändern. Und wir starten das Spiel. Wir können es auch als Koop spielen, aber machen wir nicht. Die Prüfung. Kann Moira ihre Objekte zwischen den einzelnen Kapiteln behalten? In die Prüfung. Okay. You should have done yourself favor and died while you had chance, Kroshka. Great. Kroshka, ich glaube, das heißt Radieschen. Bin mir gar nicht sicher. Oder irgendwie sowas. Where are you going? If you can move, leave. Trouble never comes alone. Right. Roger that, Rasputin. Rasputin. We'll get right the fuck out. Myra had but to I didn't. I couldn't. Where was I gonna go? So we came to an understanding. He would put up with me just as long as I pulled my own weight. And that was my shitty start to 6 long months. The struggle. Die Prüfung. Und hier erfahren wir, wie es Moira überlebt hat. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob es aufgedeckt wird, wie sie es aus dem Turm geschafft hat. Aber auf jeden Fall wurde sie scheinbar von einem Alten irgendwie gerettet. Ich weiß nicht, wie sie sie war ja eigentlich ziemlich am Sterben, aber scheinbar hat er sie gerettet. Und jetzt sehen wir mal, was innerhalb diesen 6 Monaten eigentlich mit ihr passiert ist. Genau dasselbe werden wir wahrscheinlich dann auch mit Natalia sehen in dem anderen Extra-DLC. Ich bin jetzt mal gespannt, inwiefern sich das Gameplay ändert. Oder beibehalten wird. Ja, hier lädt's gerade. It's been about 8 weeks now since I lost track of Claire. The old man pulled my battered ass out of the wreckage and patched me up. Aha. As for the bracelet, mine never changed color. And I never turned into one of those things. Lucky me, right? As soon as I was back on 2 legs, the old guy told me I had to help with hunting. Basically, it was on me to kill my own food. House rules. Can you use gun? More or less? Good. You collect on bullets. You run out, not my problem. Look, I get it. I won't be a burden. Okay, wir haben jetzt... Tatsächlich müssen wir jetzt hier gerade überleben, was ich gerade im ersten Moment cool finde. In dieser Episode brauchen Sie Rationen, um einen Abschnitt noch einmal zu versuchen. Rationen erhalten Sie, indem Sie Tiere erjagen. Wenn Sie nicht genug Rationen haben, um einen Abschnitt neu zu starten, wird das Spiel Game Over. Ihre Speicherdaten für diese Episode werden dann gelöscht. Bum-bum. When hunt is finished, you go to Sawmill Entrance deep in forest. The big gate. I remember. It's very important you get there by sundown. Otherwise, monsters will have Kroshka for dinner. Yum, yum, yum. Well, thanks for scaring my appetite away. Okay, wir haben hier... I help you, now you help me. Get this beautiful after it's repaid.
Yeah. Let's get this hunt on the road before you die of old age. Wir haben ja nur 12 Minuten. Verdammte Maus. Ich dachte, wir müssen die auch töten. Wir haben hier auch direkt irgendwelche anderen Gewehre. Also wir werden hier nicht craften können. Wir sind hier auf Zeit. Das heißt, wir haben nicht allzu viele. Wir gehen jetzt ein bisschen jagen, weil wenn wir jagen gehen, können wir scheinbar... keine Ahnung. Essen generieren. I know I have to eat, but poor thing. You will get used to it. Ein bisschen Hasenfleisch. Also wir gehen jetzt gerade im Wald ein bisschen Nahrung sammeln. I hate using guns. Alright, Barry. Also wir gehen jetzt gerade nur in den Wald zum Jagen, wenn ich das richtig sehe. Can eat those insects if you remember. I think that's a really great idea. I'm not gonna try. The ghost for the food you like. Snake, rat, hare. Maybe you find a wild hamburger. Wir haben eine Ration haben wir. So. Da war noch was. Ich weiß nicht, ob wir jetzt genau diese Zeit haben. Operation. Wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir nicht zu viel verballern. Wir sammeln so viel ein, wie wir können. Da war auch nochmal ein Hase. Mein Hüschen. Ich weiß jetzt nicht, wirklich nicht, ob das die Zeit ist, die wir haben, um... So, plus 5. Was haben wir hier noch drin? Nochmal Pistolenmunition. Die brauchen wir definitiv. Weil, wie gesagt, wir müssen überleben. Wir haben noch 9 Minuten Zeit. Ein bisschen hier Nahrung zu sammeln. Ich weiß nicht, ob wir hier noch was im Wald finden. Möglich wär's. Ich muss mich gut umgucken. Vor allem in die Ferne. Da versteckt sich ja so einiges. Und geht hier. Alter, was bist du für ein Mördervieh? Und dann gibt's nur 5 für das Vieh? Ich werde mir mal 2 Portionen besorgen, dass wir 2 Rationen haben und dann hau ich hier ab. Grünes Kraut, das können wir auf jeden Fall gebrauchen. So, ich glaube, ich mache jetzt hier die Biege. Und lauf mal da wieder geradeaus. Oh, Moment. Laufen wir hier einfach so an Munition vorbei. Die können wir gut gebrauchen. Ich wechsle mal auch gleich dahin. Weil, ja, die Pistole ist bestimmt besser. In den Werten. Vielleicht haben wir Glück und treffen hier noch auf ein Tierchen. Was? I know. Are you gonna let me shoot them or do you wanna complain some more? Alter! Man, I gotta focus. How did Claire hold her gun again? Alter! Das hat mich gerade voll aus dem Konzept gebracht. Okay. Wir gehen jetzt hier weiter. In der Hoffnung, dass wir das überleben. Wo sind die denn verschwunden? Im Boden oder was? Mist, Hasenviecher. Die waren mir gerade ein bisschen zu schnell weg. Okay. Pistole, Maschinenpistole. Ein Brief, Notiz eines geflohenen auf Russisch. Ich kann gar nicht glauben, dass ich es überlebt habe. Es war Wahnsinn. Schließlich gegen sie auf und auf und auf und auf.
Rettung ist nicht klar. Ich glaube, das haben wir ja schon gelesen, deswegen habe ich das jetzt ein bisschen übersprungen. Schrotflinte haben wir jetzt auch mit. Verbandsmaterial, das können wir auch auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Sonst ist hier in der Hütte nichts mehr, ne? Ich glaube, kommen wir hier denn hier auch weiter überhaupt? Bin mir nicht sicher, weil wir müssen ja jetzt hier, eigentlich sind wir ja hier, um Nahrung zu suchen und Zeug. This is what happens when you talk. Ich wusste jetzt nicht, wie viel Kugeln ich in die reinjagen soll. Shit, ey. Ich weiß nicht, was machen wir denn jetzt eigentlich? Einen Wechselschuss haben wir vielleicht noch, aber ansonsten haben wir hier nichts mehr. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Na, 4 Schuss für die Schrotflinte, das heißt, wir haben gerade mal ein paar Schuss wieder zurück. Komm, hier kommen wir nicht rein. Aber eine Brandflasche haben wir wenigstens noch. Okay, beeilen wir uns weiter. Wie gesagt, wir haben nicht sehr viel Zeit. Weiter geht's. Ich glaube, wir gehen ja schon Richtung Sägewerk. So, jetzt haben wir eine Ratte erwischt. Okay, es reicht. Zweimal können wir es neu versuchen. Tatsächlich. We can continue on here. Oh, right. Let me just pull up my good girl petticoat, so it doesn't get dirty. When you are gone, and forget it. Yes, sir. Desinfektionsmittel, noch mehr Munition. Wechsle ich gleich mal wieder die Waffe. Okay. Wir gehen jetzt hier noch auf die Jagd. Gut, grünes Kraut brauchen wir auf jeden Fall. Oh Gott. Den haben wir erwischt. Komm schon, Bauer. Shit, dass wir jetzt überhaupt nicht sehen, wo hier irgendwie ein Gegner ist oder nicht. Der läuft hier spazieren. Okay. So, schnell einsammeln. Wir müssen da schnell hin, weil da war ein rotes Herb. Wenn wir das haben, dann haben wir... Also ich wünschte, hier gibt es mehr als das, was wir gerade hier eingesammelt haben. Gott sei Dank, es hat gereicht. Blöd, dass wir von den Typen nichts kriegen. Also wir müssen uns trotzdem beeilen.
Fleisch. Brandflasche. Ich weiß nicht, wie wir das hier überhaupt spielen. Also, ob das dann so ist, dass wir uns dann am Ende des Tages verteidigen müssen gegen irgendeinen Scheiß oder nicht, habe ich keine Ahnung. Uah! Alter! Ja, ich bin schon auf dem Weg, Mann. So, okay, wir hauen hier ab. Alles, was ich jetzt noch nicht gefunden habe, das ist scheiß drauf. Ja, spring runter, Mann. Spring runter! Ah, Entschuldigung, falschen Knopf gedrückt die ganze Zeit. So, dann machen wir nochmal kurz kombinieren. Zack, damit haben wir auf jeden Fall enough Leben. So, wir sammeln noch schnell alles, was wir hier so gerade finden in der Umgebung. Da kommen wir nicht durch, ne? Shit. Da gibt es überhaupt keinen Weg durch, ne? Naja, gut. Egal. Wir gehen jetzt hier hin. Wir haben eine Minute. Jagd beenden. We've got what we need. Can we call it a day? Okay. This should be enough. Das sind immerhin Thank God. Drei Rationen. I can't wait to lie down. Lie down? We finish early. You don't be cut up meat. Wow. Educational. Okay, wir haben das jetzt... I thought that was it. I couldn't take another second of getting muscled around by some man who thought he knew better than me. Why don't we find a way off the island, I asked. Yet, he said. No point. You need face reality. His house, his rules. But I wasn't about to give up hope. Not yet. All I kept thinking about was my dad, actually. That night, I had a dream Barry was on his deathbed. Ooh. He looked really sad. Nobody was with him. Nobody to nag. He had no fire left. When I woke up, I realized I'd been crying. Okay, das war jetzt die Jagd. Wir haben immerhin drei Rationen haben wir gemacht. Ging auch ganz gut. Munition haben wir gesammelt ein bisschen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.